Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bulliversalis 3 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zakor und ich habe hier wieder Newstrom dabei, den Papst. Hallo Newstrom. Ja, guten Abend. Ja, der Papst hat nicht so viel zu tun, da kann er mir ja aushelfen, oder? Du naja, viel ja zu tun. Ich muss hier meine Lektüren durchblättern. Ja, an traurigen Nachrichten, der Großkhan hat sich beim Reiten durch die sibirischen Steppen eine Erkältung geholt, aber wir haben einen Silberdrachen gefunden, der ja den Ersatz macht für heute. Und an freudigen Nachrichten, der Kaiser lebt wieder sozusagen. Zartona ist wieder dabei. Da, mit dem werden wir auch gleich noch sprechen. Ansonsten... Ich mache hier diese 30.000 Mann des Heiligen Römischen Reiches Nähe Ferrara ein bisschen bange. Ja. Aber ich habe ja keine bösen Absichten, ich nicht. In der Nähe. Achso, da ja, bei Venedig, ne? Mm. Ja, die müssen, glaube ich, jetzt erstmal sich sortieren, alle, weil der Krieg ist ein bisschen chaotisch gewesen in der letzten Folge da. Da wurde jetzt, der Verwalter angegriffen und der Kaiser, ja, als er aus seinem. Jetzt finden, glaube ich, Verhandlungen statt. Und Schlaf dann, aufgewacht ist. Ja. Mm. Erstmal gibt es eine große Truppenaushebung und dann geht es bestimmt bald weiter. Ansonsten werdet ihr noch Kriege. Pisco. Japan kämpft mit. Achso, wahrscheinlich hier wieder Brunei und Japan zusammen. Vermutlich, ja. Gegen Majapahit. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, die haben schon mindestens 10-mal Kriege geführt mit Majapahit hier. Und die leben immer noch. Was ist denn da los? Das kann ich. Mach den Sack doch mal zu. Ansonsten ist aber Brunei hier schon gut angewachsen. Also, Indonesien ist schon fast komplett. Japan kolonisiert hier auch schon langsam. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesehen. Hier in Alaska ist schon angekommen. Mhm. Und wer ist das? Hormuz auch in Alaska schon angekommen. Und hier, oh, was ist hier? In Alaska. Großbritannien ist hier auch, in Kalifornien schon. Ich hoffe, ich kann meine Kolonisationsbemühungen durchbringen. Naja, der Papst hat ja hier, der Kirchenstaat hat ja hier in, was ist das, Suriname, glaube ich. Venezuela ist das, glaube ich, heutzutage. Werde ich ja jetzt nicht vollkommen. Ich hätte jetzt Suriname gesagt, aber das sind ja irgendwie diese drei Streifen, so von Frankreich. Na, ja, Suriname ist da ja so rechts drunter. Guyana und irgendwas. Die hätte ich jetzt gedacht. In Guyana ist das. Guyana ist das, wo ich hier drinnen bin. Und die Kolonie darfst du auch behalten dann. Ja, das ist. Da wurde mir zugesichert, dass die kein Problem für die Kolonisationsbemühungen des spanischen Kaisers darstellt und ich darf dann auch in Mittelamerika beim Panama, also beim noch nicht stehenden Panama-Kanal, meine Kolonie haben und dann halt im Pazifik ein paar Inselchen, die mir hoffentlich kein Brite wegschnappt. Und was auch. Aber der hat ja genug zu tun mit den Australien, Neuseeland. Was auch noch ein bisschen neu ist hier, sind Verbündnisse aufgelöst worden, damit wieder ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Das drohte ja an einigen Stellen der Welt ein bisschen statisch zu werden, weil die Bündnisgeflechte zu groß waren, die wurden ein bisschen. Ich weiß ganz genau, dass das deine Idee war. Nee, tatsächlich nicht in dem Fall. Du also alter Kriegstreiber, ich weiß es ganz genau. Also direkt nicht, dann vielleicht indirekt. Habe ich vielleicht inspiriert, die Spielleitung. Schlimm genug. Wieso? Dann kommt wieder Bewegung rein. Oh, Vijayanagar ist auch im Krieg. Punjab mit Bahmanis. Werden die Reste hier aufgefangen. Ich denke aber, dieses Bündnis auflösen in Europa hat dem Heiligen Römischen Reich eine gewisse Macht verliehen. Denn so Spanien, Schweden, das war schon wichtig. Finde ich, meiner Meinung nach. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich jetzt der einzige Verbündete Spaniens bin. Ich möchte keinen Krieg führen. Das ist echt nicht. Brauche ich jetzt nicht. Also so wie ich das hier auch sehe, dann schickt das Heilige Römische Reich also hier eine etwas kleinere Truppe nach Preußen, um die Preußen zu unterstützen. Ich werde wieder einen Diplomaten zum Heiligen Römischen Reich entsenden,
Und die Schweden wurden ja in die Flucht geschlagen von Achso, Berlin. Da ist eh schon ein Diplomat. Dann... Ja. Und mit Spanien wurde wahrscheinlich verhandelt und ein Frieden geschlossen, wenn ich das richtig verstehe. Spanien hält die Finger schon. Denn die Soldaten befinden sich nicht mehr im Feindesland. Großbritannien bereitet sich anscheinend vor, hier die letzten Reste von Frankreich sich einzuverleiben. Ich werde dann mal... Ja, ein Diplomat zu den Cherokee. Kann nie schaden. Einer in der neuen Welt, drei in der alten. Ja, zusammen auch mit den bayerischen Truppen hier, da ist das schon eine ziemliche Übermacht. Da werden die Schweden wahrscheinlich nicht weiter gegen ankommen. Müssen sich auch irgendwo Condottieri noch besorgen. Ja. So, meine sechs Händler bringen Gold in die päpstlichen Schatzkammern, die natürlich nur zu zivilen Zwecken eingesetzt werden. Wie viele Händler? Sechs Händler habe ich derzeit. Oh, so viele. Von Handelsideen wahrscheinlich. Mhm, genau. Das ist ja eine ganze Menge. Das ist hier bestimmt eine Kette an Händlern. Könnte man so formulieren, ja. Ja gut, aus allen Richtungen sehe ich hier. Kratzt so alles zusammen. Oder man weiß ja nie, wozu man es brauchen könnte. In Venedig, da schwimmst du ja wirklich im Geld. So, dann werde ich hier Genua ein paar. Und Venedig sind auch beides sehr reiche Handelskunden. Vor allem Genua. Ist der Handelswert schon bei über 120. Sogar mehr als der Ärmelkanal. Das ist ja beeindruckend. Ja, eben weil Spanien so ein riesiges Kolonialreich hat, da fließt da alles nach Italien. Ich habe so das Gefühl, dass... Könnte es sein, dass die Kolonisationspolitik Einfluss darauf hat, wie schnell eine Kolonie erbaut wird? Tja, schon. Ist ja eigentlich, ne, das ist im Prinzip, je aggressiver sie ist, desto schneller geht's, aber dann gibt's eben auch Aufstände, ne? Oh ja, ich sehe gerade bei Repressionspolitik, die werden schonungslos behandelt, da Koloniewachstum plus 20. Ah, dann muss ich Militär dorthin schicken. Okay, die haben da 1000 Eingeborene. Ich glaube, so. Okay, ich produziere jetzt einfach mal 2000 Mann. Die schicke ich da jetzt rüber. Die Schweden sammeln ihre Kräfte wieder hier. Haben die noch? Also, die haben noch genug Männerreserve. So. Sie könnten Großbritannien in den Krieg rufen, laut den Spielregeln. Aber wahrscheinlich nicht laut den. Wird der Spielleitung. Oh Mann. Manchmal denke ich mir echt. Berichte. Was fällt vor in der Welt? Mord und Totschlag. Und die. Ah, die Preußen bauen ja auch noch eine stärkere Festung gerade, sehe ich. Um sich zukünftig gegen die Schweden besser wehren zu können. Ja, das ist im Moment halt der größte Krieg hier, aber der findet auf kleiner Flamme statt, weil die Front halt relativ eng ist, ne? Sind halt hier nur einzelne Provinzen. Da ist nicht viel Spielraum, um hin und her zu laufen. Da kommt es halt sofort zur Schlacht, wenn hier einer nach vorne geht. Ah, der Kirchenstaat befördert 2000 Mann nach Guyana, um dort dann eine stärkere Kolonie zu errichten. Weil diese 1000 Eingeborenen... Nicht um die Eingeborenen zu unterdrücken. Auch, aber das ist so nebensächlich. St. Helena gedeiht. Hoffentlich. Ah, 6 Entwicklung und dann könnte ich schon das nächste bauen. Genaue Ziel. Schwedische Eroberung von Lübeck. Aha. Das heißt also, solange wie Lübeck hier wieder in den Händen der Preußen ist,
wird es schwierig für die Schweden, diesen Krieg für sich zu entscheiden, weil die Kriegspunkte eben runterlaufen. Oh nein! Also jetzt wäre aber eine gute Gelegenheit für die Schweden anzugreifen. Das müsste er sogar sehen, weil die Bayern sind gerade am anderen Ende von Preußen. Die belagern hier die einzelnen schwedischen Provinzen. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit für die Schweden, wieder einen Angriff zu machen. Aber ich glaube, ach so, der Kaiser prescht schon hier alleine nach vorne. Na, ob das die richtige Entscheidung war in dem Moment? Denn ohne die Verstärkung der Bayern, die werden niemals rechtzeitig ankommen, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Na gut, jetzt kommen noch die Preußen dazu. Es könnte eine knappe Schlacht werden hier. Ändere ja gerade die Schweden. Die Schweden haben ja eindeutig den besseren General. Das könnten die Schweden gewinnen. Je nach Würfelglück. Könnten. Müssen aber nicht. Ja, je nach Würfelglück. Ne, das entscheidet sich letztlich nach Würfelglück. Da. Die Schweden haben hier ein bisschen niedrigere Moral, machen aber mehr Schaden. Das ist sehr gut. Da, die päpstliche Flotte ist in Guyana angekommen. 2000 Mann sind da. Müssen sich geschlagen geben. Nein. Ja, das war, weil die Schweden haben zwar die disziplinierteren Truppen, aber mit schlechterer Moral sind sie in den Kampf gegangen. Okay. Und dann irgendwann, wenn die Moral nicht mehr da ist, dann kämpfen die Truppen halt nicht mehr, ne? Dann, natürlich. Egal, ob sie gut kämpfen, die wollen halt dann nicht mehr kämpfen. Ja, das entbehrt schon einem gewissen Sinn. Aber es war auf jeden Fall verlustreich für die Preußen und das Reich. Ich guck mal, wie die Reserven sind. Ja, bei Preußen sind die Reserven jetzt nämlich schon ziemlich zusammengeschrumpft. Aber bei Schweden auch, naja. Die Schweden marschieren jetzt nochmal nach vorne. Oh je. Sollte vielleicht. Ja, einen Geländevorteil gibt es hier halt auch nicht so richtig. Das ist alles Flachland. Die halt leider nicht, wovon du redest. Das ist. Kann ich ja nur. Ich kann hier nur kommentieren. Sich jetzt hier in Dänemark haben ihre drei Armeen aufgestellt und ja, bezahlen erstmal ihre Soldaten, damit die Moral wieder steigt. Und die Lücken in den Regimentern werden gefüllt durch. Wir haben 3000 Mann gegenüber uns. Ihr drei müsst das halten. Ihr bekommt jetzt 10 Dukaten und ihr haltet das. Ja, manchmal reicht das. Boah. Und Bayern rennt ja immer noch am anderen Ende von Preußen rum. Besetzt die letzten Provinzen. Na gut, hier ist noch eine Festung. Das wird noch ein bisschen dauern. Vilnius wird aber wahrscheinlich auch bald fallen. Und die Festung in Schleswig ist gefallen. Will ich mir das an, oder wird gerade Mantua eingenommen? Von den Schweden. Ja, ach die so. Schweden haben gerade Mantua eingenommen. Isia, also Småland, HB. Ja. Oh. Wo ist denn das? Ist das eine Kolonie hier irgendwo? Die Mara. Ach so, ja, hier. Isia, Småland, HB. Oder ab. Das ist bestimmt irgendein Wortwitz, den ich gerade nicht verstehe. Bestimmt. Aha, schön. In Demara, der päpstlichen Kolonie, gibt es Kakao und der wurde jetzt als neues Handelsgut hinzugefügt. Hm. Ein eingeborenen Aufstand. Oh nein, aber wir haben natürlich gewonnen. Wo wurden Unschuldige niedergemessen? Ist mir nicht bekannt. Ich weiß von gar nichts. Ja. So, jetzt könnte es hier bald zur nächsten Schlacht kommen. Die Schweden haben ihre Reihen wieder gefüllt. Spannend. Haben auch immer noch den besseren General. Also. Wäre nicht schlecht, jetzt nochmal anzugreifen, glaube ich. Weil bald ist, jetzt ist Bayern inzwischen nämlich schon fertig und könnte wieder helfen. Obwohl, jetzt wissen die gar nicht, was sie machen sollen, die Bayern. Die stehen jetzt nur rum.
Wahrscheinlich dürfen sie durch Russland nicht. Da hat Schweden Glück, dass Russland hier nicht die Grenzen geöffnet hat, sonst könnten die Bayern hier noch nämlich von hinten nach Finnland einfallen. Das wäre dann wirklich ärgerlich. Das wäre fies, für die Schweden. Das wäre wirklich fies. Da hat wahrscheinlich der russische Zar hier interveniert und gesagt, nee. Ihr werdet euch mal schön in Dänemark prügeln, ich möchte hier keine marodierenden Horden durch meine Hauptstadt laufen sehen. St. Petersburg ist ja die Hauptstadt des russischen Zarenreiches hier. Da müssten die alle lang, nämlich. Und wer weiß, vielleicht wollen die einfach nicht irgendwelche biertrinkenden Bayern da durch St. Petersburg taumeln sehen. Kann schon gut möglich sein. Ja, das ist jetzt hier nur beäugen in Schleswig und beziehungsweise in Dänemark. Keiner traut sich vor, keiner geht zurück. Wie sagt man? Standkrieg? Sitzkrieg, ja. Grabenkrieg, genau. Das war das im Ersten Weltkrieg. Grabenkrieg. Das mag keiner. Inzwischen ist die Festung in Lübeck auch fertiggestellt. Also es wird hier schwer sein für die Schweden, nochmal nach Preußen einzufallen. Oh, Lübeck. Die Festung da verhindert jegliches Durchmarschieren über den Landweg. Ja, man muss halt erstmal die Festung erobern. Ich meine, das an sich ist das dann auch nur eine Zeitfrage, weil es ja Ackerland ist. Das heißt, da ist kein wirklicher Nachteil beim Belagern. Oh, Schweden marschiert los. Es kommt zur Schlacht wahrscheinlich. Nee, haben wieder zurückgezogen. Der Papst fragt sich gerade, wo die Baupläne sind, wie man eine Burg verbessert. Tja, da muss man mit der neuesten Technologie bestückt sein, würde ich sagen. Was für Preußen natürlich ein bisschen einfacher ist. Die haben ja sehr geschickte Herrscher immer. Die haben ich erkenne immer gutes gerade militärisches Geschick. Ich erkenne gerade, dass uns ein bisschen an militärischer Macht fehlt, um so eine stärkere Festung zu entwickeln. Aber unsere guten, klugen Köpfe, die in der großen Bibliothek in Rom und Urbino sind, die denken da schon nach. Also. Oh, jetzt geht's hier wieder los. Oh, die Schweden teilen aber aus. Donnerwetter. Die Preußen kommen jetzt zwar noch dazu. Donnerwetter, das waren hier Verluste 1 zu 5 oder so. Also der Kaiser hat 5-mal so viele Verluste gehabt für mehrere Tage der Schlacht als die Schweden. Jetzt kommen die Preußen dazu. Jetzt sieht es ein bisschen, von der Moral her sieht es ausgeglichen aus, aber die Verluste sind halt hier wirklich viel niedriger bei den Schweden. Na gut, jetzt ist es ungefähr wieder ausgeglichen, aber ich glaube, ist das die Fernkampfphase, ja. In der Fernkampfphase teilen die Schweden halt extrem gut aus. Und jetzt haben sie auch noch Würfelglück. Das wird eine bittere Niederlage für die Preußen und das Reich. Die Preußen ziehen sich zurück, Kaiser auch. Jetzt können die Schweden wieder ihre Festung befreien. Preußen schickt ein Friedensangebot. Ich habe aber jetzt Angst, da reinzugucken, weil mir das schon mal passiert ist, dass ich irgendwo was nur mir angeguckt habe und dann hat es tatsächlich was beeinflusst. Warum spielen wir eigentlich auf Geschwindigkeit 1? Für die Schlacht? Also der Papst schaut gerade durch die Welt. Rom immer noch schön brav, die höchstentwickelste Stadt der Welt ist. Sieht recht gut aus. Berlin hat erst 62 im Vergleich zu Rom, welches. Ja, Berlin wurde ja auch von den Schweden belagert. Das ist klar, dass sich die Stadt jetzt nicht so gut entwickeln kann. Ja, aber jetzt einmal ganz ehrlich, Rom ist unschlagbar. Also, wenn man Entwicklung sucht und Wissen, dann sucht man die in Rom.
Und nicht Berlin. Ja, vor allem, da führen alle Wege hin, ne? Natürlich. Alle Wege führen nach Rom, über Spanien. Großbritannien ist auch im Krieg. Gegen Frankreich, Heiliges Römische Reich und Bayern. Wer ist Frankreich? Wieso das denn? Achso, Großbritannien. Hä? Hä? Hat vielleicht... Es könnte sein, dass das Heilige Römische Reich Frankreich die Unabhängigkeit garantiert hat und die Großbritannier Frankreich den Krieg erklärt haben. Aber jetzt doch nicht mehr. Dann war das vorher. Das verstehe ich nicht ganz. Oder haben die vielleicht Großbritannien gewarnt? Das ist eine Frage, auf die wir keine Antwort wissen, denke ich, schätze ich. Also da weiß ich jetzt gerade nicht, wie es dazu gekommen ist, dass das Heilige Römische Reich da intervenieren konnte. Ist natürlich jetzt ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Schweden. Denn dann sind ja die... Ist ja die kaiserliche Armee vielleicht beschäftigt mit Großbritannien und Schweden kann hier wieder Gebietsgewinne machen. Das wäre von Vorteil. Für die Schweden. Natürlich. Die kaiserliche Armee marschiert ja erstmal an der Grenze auf. Und droht erstmal nur. So. Hör auf. Aus, böse. Bayern marschiert ja auch los. Aber das ist ja im Moment KI. Währenddessen ist hier das Rest Frankreich schon fast besetzt. Demerara ist zur Hälfte kolonisiert. Es fehlen noch 500 Kolonisten, die aus Rom kommen und bauen müssen und ihre Holzhütten. Kriegt Großbritannien jetzt Ärger. Ah. Das wird bitter. Hier kommt eine riesige Übermacht auf die Briten zu. Und die haben, glaube ich, längst nicht so eine gute Armee, oder? Wieso? Die haben noch gut Disziplin, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sind die technologisch unterlegen? Briten sind halt nur auf ihrer eigenen Insel gut. Habe ich jetzt tatsächlich nicht ganz verstanden. Also von den Daten hier, die angezeigt wurden, also da hatten die Briten bessere Taktik, bessere Disziplin, aber irgendwie war der Kampf eher in die andere Richtung. Oh je. Ich meine, klar, die kaiserlichen Truppen waren in der Überzahl, aber das durfte trotzdem nicht so entscheidend sein. Was macht Schweden? Schweden hat inzwischen die Festung Schleswig befreit. Hat auch noch ein paar Mannstärke-Reserven. Preußen ist inzwischen schon am Ende seiner Mannstärke-Reserven. Also die haben ihre Reihen nicht mehr ganz füllen können. Und Schweden ist hier wieder in Lübeck. Der Papst, der säuft in Gold und die Welt kriegt sich. Du kannst dir gerne meine Wirtschaft ansehen, das ist... Ja, dann vielleicht kannst du mit dem Geld die europäische Politik beeinflussen. Habe ich mir auch schon überlegt, aber ich möchte hier niemanden bevorzugen. Das ist doch eine ganze Menge an Geld hier. Vor allem, wenn es alles keine Katholiken sind. Hallo? Naja, aber da kann ja die Beeinflussung dahingehend sein, dass einfach die Nicht-Katholiken gegeneinander aufgehetzt werden, um sie zu schwächen. Könnte man natürlich so sehen, ja. Aber der Papst beruht sich gerne auf die Nicht-Einmischungspolitik. Kaiserlichen Truppen marschieren wieder ab. Sind jetzt in den Niederlanden angekommen. Hier wird nochmal die französische Armee bekämpft. Das ist wirklich seltsam. Also die Briten sind hier von der Taktik im Vorteil und von der Disziplin, aber trotzdem waren sie... Bayerische Regierung hat mir eine Anfrage auf Militärzugang geschickt. Mhm.
Nicht-Einmischungspolitik. Was sag ich denen jetzt? Ja, es kann natürlich den Unmut der anderen beteiligten Mächte. Ich werde diesen Militärzugang mal verweigern. Meine Provinzen sind doch von keiner kriegsbelangenden Position. Die Niederlande werden jetzt hier belagert. Wie sieht's in Lübeck aus? Lübeck wird auch bald fallen. Oh nein, also, Lübeck. Ich dachte, Lübeck ist so stark. Ich meine, da steht doch eine Sternenfestung drin. Ja, das dauert halt eine Weile, aber wenn da 30.000 oder 35.000 Schweden vor der Festung stehen, dann fällt die irgendwann auch, ne? Außerdem blockiert die schwedische Flotte den Meereszugang. Das heißt, die hungern die letztlich aus, ne? Passiert, sag ich mal. Ja, also der Krieg ist noch nicht entschieden. Das wird ja nochmal spannend. Jetzt marschiert die kaiserliche Armee hier, glaube ich, wieder nach Holstein. Und die Schweden gehen wieder in Italien vor. Aber wir machen an der Stelle mal einen Schnitt. Mache ich wieder einen bösen Cliffhanger. Können sich oh, die Zuschauer wieder ärgern. Den du hoffentlich nicht wieder vergisst. Ja, erinnere mich zur Not dran. Ja. Hoffentlich vergesse ich nicht auch noch. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.